Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, »Willst du, so kannst du mich reinigen.« Und es jammerte ihn, und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, »Ich will's tun, sei rein.« Und alsbald wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus bedrohte ihn und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, »Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis.« Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen zu ihm von allen Enden. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, »Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?« Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, »Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Jesus nennt das, was die vier tun, Glaube. So herausfordernd und zugleich ganz praktisch kann Glaube sein. Eine Kraft dem Leben zugewandt. Ein Streben nach solidarischer Gemeinschaft mit anderen Menschen und mit Gott. Glaube gibt es nicht nur in der sichtbaren Tat. Aber Glaube und Hoffnung leben davon, dass sie sich immer wieder in unserem Tun und Handeln verwirklichen. So wie bei den Freunden des Gelähmten. Wo tragen wir durch unseren Glauben Verantwortung für andere Menschen? Fallen uns Situationen ein, wo wir durch tatkräftige Hilfe aktiv werden können? Ganz praktisch?